160 Videos habe ich genau mit diesem Video. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch mal etwas Besonderes. Und am besten wäre, ich sage mal, wie ich den Boruto-Movie fand. Also den Naruto-Boruto-The-Movie oder Boruto-Naruto-The-Movie, wie auch immer. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wo hast du denn den gesehen? Den gibt's ja noch gar nicht und so. Und ja, natürlich, es gibt ihn nicht auf DVD und so weiter und so weiter und so fort. Ich werde aber weder einen Link geben, geschweige denn sagen, woher ich ihn habe, weil es eben nun mal nicht legal war. Ich mache mir da jetzt aber trotzdem keinen Kopf, dass ich jetzt was Schlimmes gemacht habe, weil ich ja weiß, dass KSM diesen Film im Kino zeigen wird und ihn auch auf DVD bringen wird. Und ich werde, insofern er irgendwo bei mir in der Nähe zu sehen sein wird und jetzt nicht, keine Ahnung, wie viele Kilometer entfernt, ihn im Kino sehen und ich werde ihn mir auch auf DVD kaufen und auch wie die anderen werde ich ihn mir auch auf der, also auch als japanische DVD kaufen, weil ja hier und da immer noch so ein paar Extras dabei sind, wie eben diese Drama-CDs in dem Sinne, die KSM mit Sicherheit nicht einkaufen wird. Und selbst wenn, dann wäre sie wahrscheinlich immer noch japanisch und nicht übersetzt. Also von daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken und wir haben das Thema geklärt. Okay, ja, über den Film selber ist natürlich schon das ein oder andere bekannt. Das ist ja definitiv klar und ich habe ihn jetzt vor knapp einer Woche gesehen. Nicht die beste Qualität und mit englischem Untertitel, den ich jetzt allerdings auch nicht ganz so beachtet habe, weil ich zum einen sowieso kein Fan von Untertiteln unbedingt bin, schon gar nicht, wenn sie englisch sind, weil ich dann ja auch noch übersetzen muss und so weiter. Und zum anderen, weil man die noch nicht allzu gut lesen konnte und ich zugegebenermaßen auch nicht so super Englisch kann. Aber ich sag mir mal so, es ist Naruto, ich kenne Naruto und ja, die Bilder haben dann auch schon meistens zu sich gesprochen und jetzt eine sehr großartige Handlung steckte hinter dem Film in diesem Sinne sowieso nicht. Also von daher war das eigentlich selbstredend. Nun ja, gut, okay. Ich fange mal an. Also an dem Film, den ich definitiv sehr, sehr gut finde, gibt es trotz allem natürlich auch negative. Ist ja klar, nichts ist ja perfekt, das weiß man ja. Und bei dem Film fange ich einfach mal mit den negativen an, weil es schon ein paar sind, die ich schlecht oder scheiße finde. Und vor allen Dingen, weil es auch einfach trotz allem wenige sind. Also verglichen zu einigen anderen Naruto-Filmen, da gibt es ja dann schon größere, wie bei Blood Prison oder auch eventuell bei Road to Ninja, der ja auch trotz allem mein Lieblingsfilm ist, aber trotzdem ein bisschen schlechter oder insgesamt schon schlechter als dieser hier ist. Aber naja, gut, es gibt's halt, also die Negativen. Ja, gut, bevor ich jetzt so, wie gesagt, auf den Film, also ich werde ja jetzt keine Inhaltsangabe richtig so wiedergeben. Also schlecht an dem Film, man hat ja durch Scans schon gesehen, dass ja die ganzen Kinder und so auftauchen. Ich meine jetzt so von Shikamaru, Shikadai und so weiter und Sarada waren ja klar. Die tauchten ja auch schon in Gaiden auf und auch in dem 700. Chapter. Also von daher ist ja klar. Aber zum Beispiel Kankuro hat ja einen Sohn und auch Killaby hat einen Sohn. Und die tauchten da auch auf und die fand ich beide ehrlich gesagt eher, ja, unwichtig. Also auf den Scans wirkte das so, als ob die eine größere Rolle einnehmen, vielleicht hier und da auch mal ein bisschen mehr zu tun haben und ja, in dem Film ging es ja halt um die Schulenprüfung von Boruto und ja, die tauchten da auf, okay. Die haben auch ein bisschen gekämpft, man konnte ein bisschen was sehen von Killaby, so ein bisschen mehr, von dem von Kankuro eher weniger, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich wichtig, geschweige denn nötig war, überhaupt diese beiden Charaktere zu erfinden, die eigentlich für den Film total unrelevant waren. Ja, davon abgesehen, jetzt sollte man definitiv den Film gesehen haben. Also das heißt, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, sollte man jetzt nicht hinhören. Es geht nämlich um Killaby. Da finde ich nämlich auch eine Sache ziemlich scheiße, würde ich schon sagen. Ja, scheiße. Ja, der Gute ist in dem Film halt getötet worden. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, jemand wie der, okay, wie ist das machbar? Ja gut, das liegt an den Gegnern, die ja was mit Kaguya zu tun haben. Also es ist nicht unrealistisch. Allerdings finde ich das schon irgendwie ein bisschen dämlich, also wie es in Szene gesetzt wurde, wie es gemacht wurde. Und ja, es war einfach irgendwie für mich so ein bisschen, im Krieg so stark und so und hält so lange durch und dann auf einmal, bam, tot. Okay, fand ich jetzt auch nicht unbedingt, dass das ein Muss war. Es hätte irgendwie nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Allein sowieso, ich verstehe nicht, da ist die Schulenprüfung und gut, das war ja vor der Schulenprüfung, aber ich hätte schon vermutet, dass er sich vielleicht schon in Konoha aufgehalten hätte und dann nicht noch in Kumogakure da auf dieser Insel. Naja, gut, okay. Ja, jetzt kommen wir wieder zu den etwas anderen Sachen, die so ein bisschen negativ waren. Ich gebe zu, zum einen, der Kampf, den sehe ich so ein bisschen skeptisch an. Also auf der einen Seite war ich verglichen zu The Last wirklich, wirklich
beeindruckt, dass wir da jetzt nicht so einen ganz extrem langen Kampf hatten. Also wir haben jetzt zum Beispiel nicht die gesamte Zeit irgendwie gesehen, wie Naruto und Sasuke und die anderen 20 gefühlte Minuten kämpfen oder so und auch keinen super übertriebenen Kampf. Ja gut, okay, mehr oder weniger. Eine Sache war da schon richtig cool, so Kyuubi und Susanoo wieder, aber nicht so, wie wir es aus dem Manga-Anime kennen, sondern schon ein bisschen anders. Und ich hoffe, dass das auch in Storm 4 auftaucht. Sah schon cool aus. Und natürlich haben auch Naruto und Sasuke gekämpft und es war auch schon, ja, cool, recht schnell. Und ja, das ist halt für mich dann auch irgendwie dieser Punkt. Zum einen finde ich es gut, dass, wie gesagt, wir jetzt nicht so viel Zeit in dem Film mit Kämpfen verschwendet haben, wie zum Beispiel bei Road to Ninja oder The Last. Ja gut, bei The Last war es jetzt auch nicht so viel, aber der Endkampf war eher, langweilig. Aber bei Road to Ninja war es doch ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite war es auch so plötzlich. Klar, es war so ein Endkampf und das ist auch nicht schlimm, aber irgendwie wirkte das dann so, ey, kommt, lass uns Naruto retten. Ach, und jetzt können wir mal kämpfen. Und ja, das war dann irgendwie so ein bisschen puff. Ja, so plötzlich halt. Also ich fand es jetzt nicht ganz negativ, aber auch nicht ganz so cool. Hätte besser sein können. Ja, und noch eine andere Sache, die ich insgesamt so ein bisschen schlecht fand. Also insgesamt fand ich halt, also es waren noch so zwei kleine Sachen. Also das eine ist, dass in dem Film tatsächlich überhaupt nicht Kiba und Shino auftauchen. Also so gar nicht, gar nicht. Also die werden nicht erwähnt und die sieht man nicht. Ja, und demnach haben die auch keinen Satz. Und das finde ich eigentlich scheiße, weil die gehören schon irgendwie dazu, ne? Und die waren immer dabei und klar, sicher, man merkt, Team 8 ist wohl nicht so beliebt, abgesehen von Hinata, ist ja klar. Aber insgesamt fand ich es trotzdem scheiße, weil sie doch dazugehören und dann waren die nicht da. Ja. Und dementsprechend, was ich eigentlich auch ein bisschen schlecht finde, also ich hatte nichts dagegen, dass man in dem Film Minato erwähnt hat. Ist ja klar, Naruto ist ja immerhin Hokage, ne? Und da ist ja logisch, dass man ja auch irgendwie eher Minato und so weiter erwähnt und dass man dann eben auch, ja, dass Naruto sich auch fragt, was er gemacht hätte und so alles und dass man dann auch von ihm so ein Bild sieht und so, war ja alles irgendwo verständlich. Außerdem, wenn man überlegt, in The Last wurde ja zwar nicht Kushinas Name erwähnt, aber sie insgesamt als Charakter, weil sie ja die Mutter von ihm ist, wurde erwähnt, weil sie ja ihm den Schal gestrickt hatte. Klar, okay. Also fand ich das jetzt auch in Ordnung. Was ich allerdings ein bisschen scheiße fand, war einfach die Tatsache, dass man von Minato ein Bild gesehen hatte in Narutos Haus und von Kushina überhaupt nicht. Und ich finde das irgendwie scheiße, weil da standen so viele schöne Bilder, auch mit ihm und Sai und auch eins, wo Kiba und Shino drauf waren. Toll. Ja, und dann eben von dem Vater, aber nicht von der Mutter. Und das fand ich irgendwie blöd. Und ich denke schon, dass sie da irgendwo in Konoha vielleicht noch ein Bild von ihr gehabt hätten. Und wenn es tatsächlich nur dieses eine gewesen wäre, wo sie Shunin oder Jonin, was auch immer sie nun war, geworden ist. Aber letzten Endes, es gab halt, hätte noch ein Bild geben müssen. Ja, das insgesamt war eigentlich so das Negative an dem Film. Und jetzt kommen wir halt mal zu dem Film an sich und jetzt halt so das Positive. Also sehr, sehr viele dachten oder denken vielleicht sogar noch, ach, Boruto, ja, der sieht aus wie Naruto, der ist wie Naruto, ach, der ist ja so blöd und so langweilig und bla. Nee, also der Junge ist definitiv nicht wie Naruto, im Gegenteil, er ist dann schon eher wie Minato, wenn man das so sagen kann. Und ja, man sieht halt, dass es auch teilweise wieder so ein bisschen, was wäre wenn? Boruto verhält sich im Prinzip vielleicht so, wie Naruto sich wohl verhalten hätte, wenn seine Eltern noch gelebt hätten. Zumindest bezüglich auch seines Vaters. Wobei man natürlich sagen muss, Naruto ist natürlich auch seiner Mutter sehr ähnlich. Vielleicht wäre das da ein bisschen anders abgelaufen, je nachdem. Ja, aber es ist halt insgesamt ein sehr emotionaler Film und da liegt auch auf jeden Fall der Hauptaspekt drauf auf dem Film. Ja, weil Naruto ist ja sowieso immer mit Gefühlen und so weiter und so weiter und so fort. Und da passte dieser Film wirklich sehr gut rein. Man sah halt Naruto als Hokage. Erstmal überhaupt nicht perfekt. Also er war absolut überfordert. Überall hatte seine Kagebunchen hingeschickt und er hatte Stress und musste Interviews führen und so. Und ja, das hat ihn auch schon ziemlich an den Kräften gezogen halt. Und ja, dann war da natürlich noch sein Sohn Boruto, der natürlich ja gar keinen Respekt vor ihm hat. So halbwegs. Also für ihn wirkte das immer, als ob Naruto keine Zeit mehr hätte und als ob ihm einfach das alles wichtiger wäre als die Familie. Und das fand er dann in dem Punkt auch ziemlich scheiße. Und ganz besonders war das dann halt auch, weil Himawari hat ja in dem Film Geburtstag. Und ja, Boruto hat ihn dann natürlich auch daran erinnert, dass er das bloß nicht vergessen sollte. Naruto hat es auch nicht vergessen und ging auch hin. Haha, von wegen. Es war nämlich ein Kagebunshin.
Ja, gut. Der Kagebunshin hat sich dann aufgelöst, weil Naruto eben, wie gesagt, schon ziemlich K.O. ist und Boruto fand das halt richtig scheiße. Und deswegen, ja, ist Boruto auch nicht so gut auf ihn zu sprechen und so alles, was man ja durchaus auch verstehen kann. Ja, und ich weiß nicht, also es war dann schon insgesamt auch so, also man hat ja auch so ein bisschen so von Boruto gesehen mit seinem Team, Sarada. Und ich glaube, er hieß Mizuki oder so oder Miki, keine Ahnung. Also ja, wenn es ein Spoiler sein sollte, aber ich denke nicht mehr, aber ich erwähne es nur, Orochimarus Sohn. Wie auch immer das möglich ist, aber nun ja. Konohamaru ist halt sein Sensei, das war ja sowieso zu erwarten. War ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auf einmal so eine ganz andere Stimme zu hören, wobei die quietschige ja nicht mehr gepasst hätte. Ja, und es gab da halt so ein Gerät, das sollte Konohamaru auch testen. Und da konnte man dann halt dementsprechend ja, eigentlich alle Techniken so einsetzen, die man darin so gespeichert hätte. Also theoretisch gesehen, man hätte damit alle Ninjutsu und alle Saizetsu Henka können, wenn man wollte. Ja, aber Naruto findet das Ding halt nicht gut. Ist ja klar, wir kennen ihn ja. Er findet das halt überhaupt nicht toll. Und ja, er will auch nicht, dass das zur Schulenprüfung eingesetzt wird. Weil er findet halt bei der Schulenprüfung, da sollten die Ninja halt ihre Fähigkeiten, die sie haben, selber unter Beweis stellen und nicht irgendwie, quasi sagen wir mal, erschießen. Boruto fand aber das Ding ganz interessant und ja, er hat das dann auch bekommen. Und bei der ersten Schulenprüfung, also er hat das natürlich aber auch, also bei der ersten Schulenprüfung, bleiben wir erstmal kurz dabei. Da wollte er es zuerst einsetzen, hat es aber nicht. Es kam nicht dazu und er hat sich schon so ein bisschen geschämt. Bei der zweiten Prüfung wollte er es auch erst nicht einsetzen, es kam dann aber dazu und ja, er hat sich trotzdem wieder geschämt. Naruto hat sich an dem Punkt natürlich schon, also der hat das natürlich nicht mitgekriegt und die anderen haben das auch nicht mitgekriegt. Und Naruto hat sich dann gefreut, dass Boruto es geschafft hat, weiterzukommen. Und ja, das war dann irgendwie schön. Er hat ihn dann auch beachtet, mit ihm geredet und Boruto hat sich dann auf dem Bett so rumgekugelt. Und das mag jetzt für den einen oder anderen komisch wirken, aber ja, wenn man weiß, wie Kinder sich eben freuen und wie sie so sind. Und ja, er hat sich total gefreut. Und das fand ich auch so richtig, richtig knuffig eigentlich. Ja, und dann kam halt die dritte Prüfung, Boruto gegen Shikadai. Gut, eigentlich ja, könnte man sagen, schon interessant, ne? Und ja, Shikadai hätte auch definitiv gewonnen, aber Boruto, ja, der hat dann halt eben das Ding benutzt und hat damit gecheatet. Und Naruto fiel das so ein bisschen auf, weil eigentlich kann Boruto nämlich nicht so viele Kagebunshin. Ja, er kann Kagebunshin, allerdings kann er aber nur vier. Und ja, da konnte er dann ganz, ganz viele und das fand Naruto komisch. Dann hat er Hinata das überprüfen lassen und hat gesehen, dass er dieses Ding hat und hat dann. Ja, hat gesagt, dass er disqualifiziert ist, aber nicht nur in der Schulenprüfung, sondern dementsprechend auch als Ninja. Das ist hart, sehr hart und ich weiß nicht, ich kann es Naruto irgendwie nicht verübeln, weil er war ziemlich enttäuscht. Aber auf der anderen Seite, ja, so vor allen Menschen zu sagen, ja, du bist als Ninja disqualifiziert, ist schon irgendwie ziemlich unfair auf jeden Fall. Ja, und gut, aber man konnte es irgendwie, wenn man Naruto kennt, kann man das ja nachvollziehen halt. Ja, und insgesamt war Boruto dann natürlich erstmal angepisst und wie gesagt, dann kamen halt die Gegner und ja, Naruto wurde halt entführt. Das war auch irgendwie mal was anderes. Jetzt müsste ich auch wieder zu so einem Negativ kommen. Hinata wollte halt Naruto retten. Das wurde nur gesagt. Gesehen hat man es allerdings nicht. Das fand ich irgendwie doof, weil man hätte das schon zeigen können. Und gut, okay. Und wie gesagt, dann kommt ja halt der Kampf und das ist so eine Sache. Aber zuerst komme ich natürlich auch noch zu was Positivem. Sasuke. Ja, Satsuki ist halt so eine Sache. Also in Gaiden konnte ich den überhaupt nicht ab. Ich fand ihn richtig scheiße. Das war für mich kein guter Vater. Und ja, dass er so kaltherzig war einfach. Auch wenn jetzt wahrscheinlich kommt, du hast ja keine Ahnung. Aber ja, für mich war er einfach scheiße. In dem Film aber fand ich, ging er. Klar, er hatte immer noch seine typische ruhige und coole Art. Aber er war halt ganz in Ordnung. Boruto war natürlich, oh, du bist ja der Rivale von meinem Vater. Und ja. Dann bist du halt stark und deswegen kann ich durch dich ja auch stärker werden und vielleicht meinen Vater besiegen. Und das fand ich dann eigentlich ganz interessant, dass er ihn auch als Schüler angenommen hat, insofern er Rasengan konnte. Das hat er dann mit Konohamaru gelernt, hat es auch in relativ kurzer Zeit hingekriegt. Ja, es ist jetzt schwer zu sagen, wie schnell das war. Ich würde sogar sagen, schneller als Naruto damals, auf jeden Fall. Genau wird es halt nicht gesagt und es ist auch ein bisschen im Film komisch rübergebracht. Naja, jedenfalls ist es dann halt so. Dass er halt ein Rasengan kann, das ziemlich klein ist. Hinterher cheatet er, dann ist es ein bisschen größer. Sasuke bemerkt das so irgendwie, sagt aber nichts dazu. Allerdings ist es so, dass er das Rasengan so unterbewusst schon mit seinem Windchakra kombiniert. Nein, er kann keinen Rasenshuriken. Interessant ist sowieso, dass Boruto drei Chakra-Naturen hat: einmal eben Wind, dann Wasser und Blitz. Nein, er kann aber auch keinen Chidori.
Ja, nun jedenfalls ist halt der Punkt, Satzke hat sich dann halt ihm angenommen, hat ihm ein bisschen was beigebracht und so, und eigentlich war das schon ganz okay. Auch wie Satzke mit Sarada umgegangen ist, war auch eigentlich ganz in Ordnung. Ja, war wie üblich halt so, ja, ich bin halt cool, aber es ging eigentlich und war schon in Ordnung. Er hat sie auch einmal gerettet, fand ich auch in Ordnung. Deswegen, Satzke hat mir in dem Film schon gefallen. Ja, über Sarada kann man nicht viel sagen. Die war halt einfach so da, ne? Die hatte ja auch in Gaiden ihren großen Auftritt, aber das, was man von ihr sah, war auch in Ordnung. Und ich finde vor allen Dingen auch recht süß, Satsuki nennt sie Papa und Sakura Kasan. Also sie hat definitiv vor Sakura mehr Respekt. Die paar Auftritte von Sakura waren halt auch okay. Ja, aber zu Boruto und seinem Windchakra halt, also es ist ein kleines Rasengan, aber dadurch, dass er das Wind mit dabei hat, also mit dabei nutzt halt, das fiel Satsuki schon auf, wurde aber recht spät erwähnt und ja, dadurch hat es Boruto natürlich auch geschafft, ja, dem Gegner halt kurzfristig einmal eine reinzuwirken, sodass der halt nicht seine starke, ultimative, was auch immer Attacke machen konnte und somit nicht die Kage und Naruto plätten konnte. Ja, der Endkampf besteht nämlich nicht nur aus Naruto und Sasuke. Vorher dürfen die Kage auch noch ein bisschen kämpfen, also die anderen, die halt mit hinterhergekommen, also mitgegangen sind, um Naruto zu helfen. Boruto ist halt auch mitgegangen, ist klar. Und da ist so ein Punkt, es erinnerte sehr stark auch an The Lost Tower. Teilweise war es schön, aber es hätte besser sein können. Also das war halt. Ja, Boruto hat das Rasengan eingesetzt und Naruto hat sein Chakra mit hinzugefügt und dann gab es so ein richtig großes, extremes Rasengan. Wir kennen es ja, in den meisten Filmen taucht ja immer irgendein anderes Rasengan auf. Das hatte zwar jetzt keinen anderen Namen, aber es war schon gigantisch. Also noch größer als Jirayas Sho-Rasengan halt, ne? Sho-Odama-Rasengan. So, also ziemlich gigantisch. Hat mich dann, wie gesagt, weil Vater und Sohn stark an den vierten Film erinnert von Shippuden. Und ich fand dann nur irgendwie ein bisschen dämlich. Also man hat dann so ein paar Szenen gesehen, also so aus Narutos Erinnerung quasi. Erst war es halt Jiraiya mit Rasengan. Da dachte ich, okay, klar, der hat ihm das beigebracht. Naruto gegen Sasuke mit Rasengan und auch Naruto gegen Pain mit Rasengan. War also logisch. Also dachte man, ah, okay, die Szenen, wo er Rasengan eingesetzt hat, also die Kämpfe, die so wichtig waren oder so. Ja, und dann auf einmal waren da irgendwie, wie er Kurama anerkannt hat und auch wie Neji tot war. Und ich denke, hä? Und wo passt das jetzt rein? Und dann war es vorbei. Und ich denke mir nur, okay, was sollte das jetzt? Weil, sorry, aber dafür, dass es ja irgendwie das Letzte von Naruto in dem Moment ist, ja, hätte ich da schon irgendwie mehr erwartet. Also entweder hätte man nur bei den Szenen bleiben sollen, wo Rasengan wichtig war, oder man hätte eben diese ganzen emotionalen schönen Szenen nehmen sollen. Die in Naruto und Shippuden passiert sind oder auch traurigen Szenen und das war irgendwie so halbes und nichts Ganzes. Das fand ich dann doch irgendwie ein bisschen doof, um ehrlich zu sein. Ja, gut, letzten Endes war es dann halt, also Boruto hat das dann natürlich auch geworfen, aber letzten Endes war es natürlich überwiegend von Naruto, also fand ich das jetzt nicht ganz so übertrieben. Ja, und das Ende des Films war, ja, nicht ganz so pralle. Also, ich fand es natürlich toll. Naruto hat da mehr Zeit für seine Familie gefunden. Über Himawari kann man leider auch nicht so viel sagen. Also, die war jetzt hier knuffig. Ja, das war's auch schon. Aber dann der Abspann, der war ziemlich lahm eigentlich. Da hat man dann nur die ganzen Charaktere gesehen, die man auch schon im 700. Chapter gesehen hat und die auch schon in The Last Teils auftauchten. Also, Kiba und Chino und Mirai halt zum Beispiel. Ne? Und das waren nur Standbilder und das war's eigentlich. Und dann gab es nochmal so eine kleine Szene und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also da waren halt Sarada und Boruto und plus Teamkamerad, wie gesagt, ich habe den Namen nicht ganz im Kopf. Irgendwas mit Misu war es jedenfalls. Ja nun, und jedenfalls, die haben sich dann unterhalten, nachdem sie den Panda, der auch am Anfang des Films mal auftauchte, halt eingefangen hatten. Ja, und dann kam das halt mit seinen Eltern raus, also beziehungsweise Orochimaru. Und da hat dann Boruto nur gefragt, wer ist das? Sarada kannte ihn ja durch Naruto Gaiden und das wirkt irgendwie nicht so wie ein Ende. Das wirkt so wie, ja, wenn es euch gefallen hat, vielleicht geht's irgendwann mit Naruto weiter, vielleicht gibt's auch noch mal einen Naruto-Film und ja, offen gesagt, ich habe nichts dagegen, dass Naruto ja eigentlich beendet ist, aber es wirkt so offen und diese ganzen Sachen wie das 700. Chapter und Gaiden und The Last, ja, wobei The Last noch am ersten dran ist und jetzt dieser Film. Wirken irgendwie alle so nicht wie ein Ende, so ansatzweise, aber dann doch wieder so wie, ja, es könnte ja irgendwann mal weitergehen. Und das fand ich dann doch ein bisschen blöd.
Im Nachhinein, wie gesagt, also Boruto ist definitiv nicht wie Naruto, also er ist sehr talentiert, auch schon noch überlegt auf jeden Fall. Und ja, man kann nicht sagen, also er hasst seinen Vater nicht. Er will auf jeden Fall nur, dass er ihn anerkennt und Zeit für die Familie hat. Also von wegen, ja, der macht das alles nur einfach so, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hat Aufmerksamkeit, aber wie gesagt, er will nur von seinem Vater diese Aufmerksamkeit und eben doch anerkannt werden und so. Ja, und es ist halt interessant, also ich fand wirklich, dass man da, also man hat ja gemerkt, er sagt ja eh Date-Basa, das hat dann auf jeden Fall an, klar, Naruto und Kushina erinnert. Und das ist auch die Sache, er kann ja Wasser. Und Wasser hat Minato nicht und auch Naruto nicht, aber Kushina hat halt Wasser. Also hat er von ihr das in dem Sinne auch. Und dann hat er natürlich eben Blitz, das hat jetzt in dem Punkt halt auch Minato gehabt. Und eben Wind, und das hatte ja Naruto. Und natürlich blonde Haare und er kann halt Rasengan, ne? Ist halt klar. Also da hat er schon so ein bisschen was. Im Film zwar nicht zu sehen, aber zu einem Chapter, das halt vor dem Film quasi so spielte, als Naruto Hokage ernannt wurde, da hat man Himawari ja gesehen, die hat ihren Vater ausgenockt und die konnte sehr beängstigend werden. Und da dachte ich mir auch, sanft wie Minato, aber wenn es darauf ankommt, kann die echt stark und furchteinflößend sein wie Kushina. Und deswegen bin ich eher der Meinung, auch wenn sie optisch vielleicht an Naruto und Hinata erinnern, die beiden Kinder, sie erinnern doch ziemlich stark an Minato und Kushina, nur mit ein bisschen eigenem Flair. Und das fand ich eigentlich ganz in Ordnung und finde ich auch gut so. Ja, also animationstechnisch von dem, was ich gesehen habe, die Quali war ja nicht so super, ist der Film aber natürlich genauso gut wie die anderen. Nicht schlecht, ne? Nicht super. Die Musik fand ich nicht so gut, den Ost, den habe ich schon vorher gehört, der ist halt, also es gab ein paar gute Stücke, ein paar passende, auch wieder einen typischen Naruto Shippuden Soundtrack halt, aber er hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Also ich fand den von The Last, der war auch nur so lala. Und den von Road to Ninja und The Lost Tower, die waren schon am besten, aber der hier, der war wirklich, nicht wirklich so sein Geld wert, um ehrlich zu sein. Und da bin ich Besseres gewohnt. Humor war auch ein bisschen drinne, sei es durch Sakura, auch ein bisschen durch Boruto oder zugegeben, weil Satsuki recht cool eigentlich war, als Boruto ihm eine verpassen wollte. Er hält seine Hand nur auf, so, ist da was? Naja, egal, ich rede mal weiter mit Hinata. Also es war schon okay. Action, wie gesagt, das hielt sich halt so in Grenzen. Wenn man die Schulenprüfung ein bisschen mit dazu zählt, geht das eigentlich. War schon okay. Übrigens noch zum Humor, muss ich auch noch erwähnen, weil mir die Szene gerade noch einfällt. Als Shikadai halt sieht, dass da die ganzen Kagebunschen sind, da macht er dann einfach so: Ja, okay, ich gebe auf. Und ja, Temari musste dann da so lachen, so laut Motto: Ja, so der Vater, so der Sohn. Und ja, wer hätte da wohl nicht gelacht? Ja, also gab schon und emotional war der Film auf jeden Fall. Man konnte Naruto verstehen, man konnte Boruto verstehen, auch Hinata, die quasi zwischen den beiden saß, konnte man verstehen. Ja, und es war schon insgesamt ziemlich gut halt, um ehrlich zu sein. Also ich bleib dabei, es ist, auch wenn ich ihn nur einmal gesehen habe und ja, man weiß ja immer, ja, wenn man so einen Film ein- oder zweimal so sieht, dann findet man den immer richtig geil und im Nachhinein irgendwann denkt man, oh, naja, so gut ist der nicht. Aber er ist das, was Naruto eben ist. Er ist emotional und Naruto ist eigentlich immer emotional, auch wenn das sehr viele halt stört, ne? Ich finde es nicht schlimm und zumindest emotionaltechnisch hat mich der Film auf jeden Fall gefesselt und ich fand auch gut, dass man sich sehr viel Zeit gelassen hat, um das mit Boruto und Naruto und auch mit Satsuki auszubauen und nicht gleich wieder wie, ja, in Road to Ninja oder The Last. Ach, guck mal, hier ein bisschen, da ein bisschen und dann kämpfen und dann wieder hier ein bisschen und da ein bisschen und dann kämpfen und ja, das war's halt. Also das fand ich eigentlich wirklich sehr gut gemacht und ja, insgesamt eindeutig der beste Film. Wenn man jetzt natürlich aber auf Action und so weiter steht, dann findet man den vielleicht ein bisschen lahm oder wenn einem vielleicht die neuen Charaktere, also die Kinder in dem Fall vielleicht auch gar nicht interessieren, dann sagt man vielleicht auch, oh, nee, ich fand das jetzt blöd, ne? Muss man halt sehen, also es gibt bestimmt welche, die das so und so sehen, aber ich bleib dabei, emotionaltechnisch und auch was Humor anging, war er sehr gut. Und ja, da reicht kein anderer Naruto-Film halt dran. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Film bei uns im Kino erscheint. Also wenn, haha, er soll ja erscheinen. Also, aber wenn er halt kommt, freue ich mich darauf. Und ich werde ihn auf jeden Fall auch gucken. Und ich hoffe, das tut ihr auch. Und guckt ihn nicht irgendwie nur illegal oder so, weil ja, schlecht und so alles. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, es kann sein, dass ich natürlich jetzt das vergessen habe. Ich habe das, wie gesagt, alles recht spontan gemacht. Und wie auch gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen und nicht so gute Quali und so, ne? Ja, dann schreibt die halt in den Kommentaren und so. Und ja, ich werde dann auch gucken, ob ich darauf antworten kann.